Ja, hallo Leute und herzlich willkommen bei Pokémon Silberne Edition Soul Silver Nuzlocke Challenge. Und ja, können wir auch direkt anfangen, ohne großartig zu reden. Und das meiste kennt ihr ja schon. Deswegen müssen wir eigentlich keine Texte vorlesen etc. Ja, gut, ich brauche keine Dinge, denn das kenne ich ja alle schon. Okay, berühren. Ja, gut. Pünktchen. Im Südhause wäre es bald Sonnenuntergang. Ja, sind wir im Zählicht, oder nicht? Oh ja. Ja, hallo Professor, ist ja für die Verspätung. Sie kommen doch recht pünktlich. Finde ich jetzt. Okay, das ist nicht mein erstes Abenteuer. Ich habe quasi Zeit zurückgespult und wollte mal eine Nuzlocke-Challenge machen. Oh ja, ein Marill. Ein Marill. Ja. Bla 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 bla. Okay, jetzt bin ich aber langsam neugierig. Ja, ich bin ein Alien. Ich bin Kaltstreifen. Nein. Ich nehme einfach mal weiblich, weil ist so. Ich finde, das sieht einfach mal besser aus. Na los, nehme mal weiblich. Ja, ich bin ein Mädchen. Hallo. Rät mir auch deinen Namen. Mein Name ist Ursula Van Damme. Nein. Ich nenn's einfach mal ja, mein Channel-Namen. Ich bin Pinsweet. Hallo. Ich hätte auch Seafir nehmen können, weil ich... Das ist ein Name von meinem OC und das würde auch passen, aber ich nehme einfach mal Percy, damit man weiß, dass ich es wirklich bin. Und das passt auch wirklich korrekt. Ja, bin ich, ja. Also, bist du startklar? Ja, ich bin startklar. Ich sollte erstmal gleich die Geschwindigkeit auf 3 stellen. Ja, Träume, Abenteuer und sehr viel Challenge. Ah, ist das nicht schön hier? Hier ist sogar ein Fernseher. Hallo. Hier steht ein Fernseher. Ach nee. Gibt's denn hier was im PC drin, ne? Ah, ein Brief von Claren. Was soll ich mit dem Brief von Claren geschehen? Ja, zerreißen. Lesen. Oh, Abenteuer aufgeregt. Ich liebe Pokémon. Aha, sehr interessant. So, erstmal die Geschwindigkeit. Ich komme noch nicht in Startmenü. Finde ich schade. Hallo, Mutti. Bla bla bla. Ah, du bist endlich da. Ja. Er hat eine dringende Bitte an mich. Okay. Dann soll es schnell wie möglich erledigen. Jetzt können sie benutzen, um dein Spiel zu speichern. Ja, und das wird auch eine große Hilfe sein. Ja, früher war man aus. Berührend lieber studieren. Da bin ich mal sehr beruhigt. Und ja, dann gehe ich mal unter Optionen. Und die gehen mal Textpunkt direkt auf 3 Animationen. Ja, lassen wir an. Kampfstil können wir in Folge machen. Der Ton bleibt so, Bewegung bleibt auch so, Rahmen. Ja gut. Das ist eigentlich... Gefällt mir eigentlich Motiv 2 besser.
Und ja. Gut. Speichern können wir ja später noch. Es passiert ja eh nichts, wenn wir sterben. Es passiert ja eh nichts, wenn wir sterben. Ja, hallo. Meryl Rivers. Von ihr? Oder freut sie sich? Den Jungen zu sehen? Okay. Ich kann auch noch nicht rennen. Finde ich auch erstmal schade. Dann wollen wir uns doch direkt mal auf den Weg machen. Ach, unser Rivale. Der wartet. Der wartet. Und wartet. Ja, hallo, blablabla. Hey, ich starre mich so an. Und dann tritt uns weg. Ja, das war ein sehr sanfter Tritt. Wieso kann ich denn... Oh, okay, sweet. Ja, was gibt's? Was machst du denn ganz alleine? Ach so, okay. Ja, gut. Dann gehe ich eben mal rein. Ja, also ja. Aber von der Programm haben wir alle letztlich dazugeführt. Das finde ich auch gut, dass die Puppen hinter uns laufen. Vor allem finde ich, dass die Macher es vielleicht auch in der siebten Generation wieder einführen sollen. Weil das bringt doch Charme mit sich und vor allem drückt es auch den Bund mit den Pokémon aus. Ah, ich kann mir jetzt einen Puppen aussuchen. Oh, ja, Nino, ja, haben wir seinen Namen. Also, ich habe einen bekannten Namen, das ist Mr. Pokémon. Ja, das kennen wir doch alle. Ich komme aus der Zukunft. Ja, Pokémon-Ei. Was mache ich denn nur? Ja, natürlich, ich kann nicht, eins aussuchen für dich. Oh, was nehme ich denn? Es ist eigentlich egal. Kanimani oder Feuerriegel? Ich glaube, ich nehme mal Kanimani. Willst du gar nicht mehr das Wasser-Pokémon? Ja, natürlich. Und das ist unser erstes Pokémon für die Netzlock-Challenge. Und dieses Pokémon kann quasi nicht sterben. Und falls ihr was von den Regeln wissen wollt, dann könnt ihr mal Infovideo zu anschauen. Da werden nochmal alle Regeln aufgelistet, die diesen Challenge hier betreffen. Okay. Ja, ein kleines Stück nördlich von Rosales City. Was gibt's denn? Na hier, Entschuldigung für deine Dienste. Ja, jetzt haben wir Tränke erhalten. Wenn ihr... Okay. Das sollen wir wirklich öfters machen. Ich habe eigentlich überlegt, so ein Limit für die Tränke zu benutzen, aber dann habe ich mir dagegen entschieden, weil... dann doch ein bisschen schwierig wird. Kann jemand nicht stimmt, das ist ein echt tolles Pokémon. Ja, ne? Vergiss nicht, dass jemand schon uns da zu reden. Oh, warum stellst du es nicht auch einmal deine Mutter vor? Also, man sieht sich. Ja. Haben wir denn eigentlich schon Pokebälle gekriegt? Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Nein, natürlich nicht. Wir haben nur Tränke und keine Pokebälle. Laufen kann ich nicht. Ah, was gibt's denn? Ja, du hast mich eben schon angesprochen. Jetzt habe ich ein Pokémon dabei. Stimmt, warte doch eben. Wo ist dein Pokéball? Und du hast ihn etwa zu Hause liegen lassen, oder? Frag mal deine Mutter danach. Wieso? Ich kann auch ohne Pokémon rumlaufen, oder nicht?
Hallo Mutter, ich habe hier was vergessen. Wir sind es aber nicht. Der will vieles von mir. Und dann kommt wieder ihre Erklärerei. Nein, ich will nichts von Pokémon erfahren. Ich kann damit Telefonate führen. Ja, nein. Ja, das funktioniert eigentlich so wie ein Handy und da kannst du eben Musik für eh. Kannst mir jetzt auch Turbo-Tritter geben? Dann nicht. Dann gehen wir eben ohne Turbo-Tritter. Hey, warte mal eben. Ich werde hier zum dritten Mal hier aufgehalten. Das ist ja unglaublich. Beinahe, ich wollte dir noch meine Telefonnummer auf den Weg geben. Ja, jetzt. Okay. Ja, gut. Wenn irgendwas hier so ruft, fühle dich an. Okay. Irgendwie ist das ein bisschen langsam. Weil bei meiner letzten Aufnahmeversuch läuft doch eigentlich flüssig. Es springt einfach runter, das ist toll. Kann ich ja nach dem ersten Part nochmal gucken. Ah, ein Visor. Da ich noch keine Pokébälle habe, kann ich die einfach töten. Das ist eigentlich eh kein Problem. Weil sonst hätte ich es einfangen müssen. Ja, dann haben wir diesen Visor hier schnell besiegt. Und 66 XP erhalten. Nice. Hallo, ich bin auf der Durchreise und muss Professor Lind eben was besorgen. Die Turbo-Tritte hätte ich wirklich gerne. Bin ein bisschen flott unterwegs. Aber Kanimani ist doch nett. Kanimani. Pipali und Bohnen herum. Ja, ist doch nice, oder? Ja, jetzt kommt der alte Opa und der will uns sowas herumführen. Nein. Ich möchte keine. Nein. Ich will nicht. Nein. Wieso so lange ich kann auf. Ja, es ist ein Pokémon Center, das weiß ich auch. Ja, Stammkunde bin ich eigentlich sowieso. Das ist ein Supermarkt. Ich schnappe gleich einfach seinen Turbo-Tritt und hau einfach ab. Wie du siehst, das stimmt ja nicht gut. Wir schließen das auf. Ja. Gibst mir deinen Turbo-Treter. Und danke für die Rundführung. Und ja, das ist hier mein feines Zuhause. Ja, dann gibt er mir endlich seine Turbo-Treter. Und dein Name ist so ein Lucius und brandneues Paar. Yay! Können wir endlich bis zur Stelle laufen? Ja, wenn du eine Sprung. Okay. Ich schalte das mal automatisch an. Dann schalten wir das mal an, ne? So. Jetzt rennen wir schneller. Was mich auch zufrieden macht. Und dann können wir endlich unser Friedhof mal bauen.
Ja, Pokémon bewegen und aktivieren mal unser Friedhof. Ja, im letzten Slot. Das nennen wir mal Friedhof. Andersrum. Friedhof oder einfach Hölle. Nein, Hölle wäre doch ein bisschen zu gemein. Friedhof, Friedhof. So, das hier. Da haben wir unser Friedhof eingebaut. Und ja, die Boxen. Ja, ich möchte keine Pokémon des dritten Friedhof haben. Ey. Pokémon will ich auch nicht ablegen. Nein. Doch. Den Box will ich nicht weiter bearbeiten. Ich möchte hier das hier so haben. So, damit Box 1 vorne ist, damit die Pokémon, wenn ich die, falls ich mehr Pokémon habe, als ich nötig habe, dass die dort eben gelangen. Ja, hallo Schwester, wir haben deine Pokémon, wieder fit. Ja, bitteschön, Schwester Soll. Hier ein Kanimani, der ist nur, ja. Der hat keine Verletzung. Komm bald wieder. Okay. Ich komme auch schon bald wieder. Dann schauen wir uns mal kurz in den Supermarkt rein. Hallo, kann ich helfen? Ja, schade. Du hast nicht das, was ich brauche. Ich hätte gerne einige Pokébälle gebraucht. Dann, was gibt's denn jetzt? Ein bisschen später und du wärst weg gewesen. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Hier, nimm. Ah, okay. Kann nur Karten anzeigen. Willst du uns dafür? Okay. Können wir eben die Karte der Region anzeigen lassen. Bla 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 bla. Auf jeden Fall haben wir schon einen Friedhof erstellt, was schon mal ein großer Fortschritt für uns ist. Und hier haben wir einen Trank gefunden. Okay, hier sind Käfersammler und ja. Ja, toll. Ich meine, die Behälter sind genau hier drin, ne? Von dem Typen hier. Du bist extrem, oder? Ja, habe ich doch gerne gemacht. Das Einzige, was ich will, ist hier Aprikokos hier zu pflücken. Ah, Dankeschön. Ja, ne? Was, Afrikaner? Afrikaner. Ich habe Afrikaner verstanden. Tut mir leid dafür. Okay, jetzt können wir Aprikokos pflücken. Ich bin ja, danke schön. Da spuckt er ein Aprikoko grün raus. Sehr nice. So, ja, da ein Pokémon-Kampf. Ein Piepmatz und Taubsi. Den Kimmel direkt. Yay, gut gemacht, kann ich meinen Volltreffer. Und du hast auch fast ein Level abgeschafft. Ich bin jedoch stolz auf dich. Hol eben mal das Pokéball hier. Gegengift. Yay. Das ist ja schon mal was. Oh, dichtes Gras. Okay, als nächstes kommt, was sind uns ein Taubsi? So, da los, mach nochmal einen Volltreffer. Dann wäre das Taubsi jetzt kaputt. Schade. Vielleicht stirbt Kanimani, auf jeden Fall.
Da trägt ein Kaneman nicht eine Siemelbeere oder so? Ja, Kaneman hat jetzt Level 6 erreicht. Oh, und das auch noch erlernt. Sehr nice. War hier nicht noch was? Ich meine, hier war was. Bei unsichtbaren Gegenständen bin ich nicht der Profi. Ach, egal. Lass mir es einfach da liegen. Ah, wir haben jetzt ein Apricoco Pink erhalten. Und dort müsste Mr. Pokémon sein. Hallo, da muss wer sie sein. Ja, die bin ich. Ja. Wir haben einen Brief geschickt, Professor Lind. Und wir sollen hier was abholen. Und zwar das Rätselei. Ja, es ist ein Ei. Ein Ei. Dann kommt natürlich Togepi raus, das heißt jeder. Oh, wie nett. Der hat sogar meinen Pokémon. Das ist Professor Eiche. Professor Eich. Hallo, Söse. Was haben wir denn da? Ziemlich seltsames Pokémon. Das ist ein Pokémon, das sich Kanimani nennt. Mein lieber Professor Eich. Hier, das ist das neue Modell vom Pokédex. Jo, da haben wir jetzt das Pokédex erhalten. Oh, er will zur Ducati City. Weil er da wahrscheinlich wieder seine Show hat oder so. Oh, Professor Lind ruft an. Ja, was für, ja, ist schrecklich. Wie soll ich das erklären? Ich wurde bestohlen. Bla bla bla. Das ist so schrecklich. Gleich müssen wir gegen den Rivalen antreten. Und dann haben wir auch endlich Pokébälle erhalten. Ja, Gott. Mach mal Taubsi. Ich weiß nicht, wie mein Team später aussehen wird, aber ich muss nur, ich darf und muss nur die Pokémon, das erste Pokémon vom jeweiligen Gebiet fangen. Bin ich auch schon sehr gespannt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das als ersten Part gelten lasse, weil wir quasi eigentlich nichts gemacht haben, was jetzt Nuzlocke technisch betrifft. Deswegen denke ich mal, dass das vielleicht nur ein Preview-Part ist oder so. Was ich auch vor dem genauen Datum hochladen werde. Also, falls ihr das Video bis zu diesem Punkt geschaut habt, dann ist es wahrscheinlich, dass dieses Video quasi ein Tag kommt, wo es rauskommt. Also heute, vielleicht auch morgen. Eben als Vorschau. Und da wollte ich noch gegen den Rivalen kämpfen. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Ja, was für eine Schönung für einen Schwächling wie dich. Ja, wir haben uns zum ersten Mal gesehen, dann nennst du mich direkt Schwächling. Passant, Junge. Ja, ein sehr interessanter Passant. Und ich habe ein Level mehr als du. Ich setze mal direkt Kratzer ein. Super, der heult mich an. Ja, toll. Ich muss nur auf den Crit hoffen. Und der geht über den Angriff zu.
Ja, es kann noch ein bisschen dauern. Für alle Schwächen hast du was auf dem Kasten. Ja, wenn du mich schon Schwächen nennst. Ja, okay, das ist ein Vorteil für uns. Falls der Gegner keinen Trank hat oder etc., dann hat der Gegner verkackt. Oder hat niemals noch einen Lebenspunkt übrig. Okay. Der versucht mich weiter zu heulen. Aber das hat nichts gebracht. Damit sind Liebe besiegt und Kanima hat Level 7 erreicht. Komm, noch ein Level ab. Schade. Du hast gewonnen. Bist jetzt zufrieden? Ja, ich bin zufrieden. Du hast mich auch herausgefordert. Sie wissen, wer ich bin. Ich werde es dir sagen. Ich bin derjenige, den die Leute schon bald den größten Trainer aller Zeiten nennen werden. Aha, und da schubst du mich weg, der Angeber, der ihn verloren hat. Gib mir das drin, wenn die Verächer gehört mir. Jetzt hast du meinen Namen gesehen, oder? Ja, ich habe tatsächlich seinen Namen gelesen. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn nennen werde. Sei ihn nicht einfach Rotschopf oder was weiß ich. Vielleicht könnt ihr es in den Kommentaren schreiben, wie ich ihn nennen soll. Ist ja auch eine Idee. Vor allem, wenn es eine Vorschaufolge ist, könnte ich theoretisch hier jetzt einfach mal vorm Haus hier speichern. Und ja, dann werde ich mal sagen, dass ich diese Preview-Vorschaufolge, wie auch immer ihr das nennen wollt, würdet mal beende. Und ja, ich werde es, glaube ich, als Part 0 bezeichnen. Dann können wir in der nächsten Folge endlich mit der Nuzlocke Channels hier austoben. Und ich werde hier leiden. Sicherlich viel leiden. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im richtigen ersten Folge wieder. Bis dann.